Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Clash of Clans. Ich begrüße euch. Ich hoffe, es geht euch allen ziemlich gut. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Ja, Sie wissen Bescheid. So, ich will gar nicht so viel rumlabern. Wir könnten eigentlich wieder hier die ganzen Sammler schuben. Ist es eine gute Idee? Ich würde fast sagen, ja. Okay, dann kann es ja losgehen. Bevor es aber losgeht, wieder hier die Fallen reaktivieren. Und dann suchen wir uns ein Dorf. Aber ganz schnell, ich habe heute nicht so viel Zeit. Denn ich bin heute relativ gut beschäftigt. Ich muss in 20 Minuten wieder streamen. Und na, da ist halt nicht so viel Zeit. Zum Clash of Clans spielen. Ja, das Dorf ist okay. Da steige ich rein. Also, hi. So, lassen wir mal die Mauerbrecher hin und hoffen. Gut, das hat sich da wohl erledigt. Schade. Schade eigentlich. Jetzt. Oh. Deutscher Päcker. Fuck. Mach ihn kaputt, Junge. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Lass uns mal kurz über was reden, und zwar, ich habe mich ja die letzten Tage gefragt, hä, warum gibt es den Bauarbeiter nicht mehr als Symbol, warum wurde er ersetzt, warum ist nur noch der, Barbar mit dieser Lederkappe auf dem Kopf da? Das habe ich mich die letzten Tage gefragt, und, jetzt habe ich vor ein paar Tagen endlich, oder was ist vor ein paar Tagen, jetzt habe ich gerade eben, in diesem Moment, vor einigen Minuten, ein Video gesehen, was da heißt Bye Bye Builder. Ein Video von Clash of Clans. In welchem ja, thematisiert worden ist, warum der Bauarbeiter jetzt verschwunden ist. Und ja, das Ding ist so, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, nur ich bin gerade so der letzte Mensch, der auf der ganzen Welt das mitbekommen hat. Und naja, es war halt so ein Video, so ein relativ kurzes Video, ich glaube 1,5 Minuten oder so, und in diesem Video hat man halt gesehen, dass der Bauarbeiter ja, die ganze Zerstörerei satt hat, sage ich jetzt mal. Nein, Magier Bruders, nein. Und da hat man halt gesehen, dass der Bauarbeiter ständig alles aufbaut. Das wird durch die ganzen Kämpfe aber zerstört. Also alles, was er aufbaut, wird zerstört. Und das hat ihn halt... Also irgendwann ist ihm der Kragen geplatzt und er ist abgehauen. So. Und ich kann das gut verstehen. Ja, wenn man sich mal in die Lage eines Bauarbeiters versetzt, der einfach alles aufbaut, dass seine Aufgabe ist und dass der gleich wieder zerstört wird. Na... Ich käme mir auch irgendwie so ein bisschen verarscht vor. Nun denn. Das ist soweit die ganze Geschichte dazu. Ich hoffe, sie gefällt Ihnen. Also, hi. Also gehen sie alle hinein nun. Also bei X-Bogen, Bruders. Ja,
Mach schnell kaputt. Liebe es, wenn gegönnt wird. Ich liebe es. Aber das ist halt mit dem Bauarbeiter passiert. Und deswegen sehen wir jetzt gerade hier nicht mehr den Bauarbeiter hier oben als Symbol, sondern halt einen Barbaren, der sich so eine Lederkappe auf den Kopf gesetzt hat. Ja, das ist alles. Ich hatte halt wirklich nicht gewusst, dass es hinter dieser hinter diesem neuen Icon auch eine kleine Geschichte zugibt. Das ist cool. Naja gut, Jungs, ich würde sagen, wir machen noch ein paar Angriffe. Hier, ich habe, wobei, ich würde sagen, wir machen den Bogiturm auf Level 4. Schnuppern hier rein, machen die Lakaien. Kleinvieh macht ja auch Mist. Und dann wäre ich raus, denn ich habe wirklich nicht so viel Zeit. Macht's gut, haut rein, ciao!